Wir sind eine anpassungsfähige Spezies. Zu einer Zeit, in der jeder Meter eine potenzielle Gefahr war. Zu einer Zeit, in der jede Beere unser Tod hätte bedeuten können. Zu einer Zeit, in der wir noch in Höhlen lebten. Zu dieser Zeit stand es auf Messerschneide, ob wir irgendwann einmal den blauen Planeten bevölkern würden. Doch wir gewannen den Kampf gegen die Gefahren der Natur, gegen andere Spezien und gegen uns selbst. Und mehr noch, wir erbauten großartige und gigantische Gebäude, die uns dem Himmel näher brachten. Wir organisierten Strukturen der Gesellschaft, um Ordnung zu bekommen. Wir revolutionierten die Landwirtschaft, ohne die der Großteil der Menschheit binnen weniger Tage verhungern würde. Wir begannen, die Welt um uns herum in Formeln zu schreiben, um sie besser zu verstehen. Wir entwarfen Raketen und machten uns auf den Weg ins Weltall, um unsere nicht enden wollende Neugier zu befriedigen. Wir ergründeten die menschliche Psyche, um unsere wahren Gefühle und Wünsche zu verstehen. Wir versuchten mit Religion eine Antwort auf unsere offenen Fragen zu erlangen. Wir öffneten unsere Herzen für die Menschen, die wir liebten. Wir versuchten, unseren Platz im Leben zu finden, bevor wir wieder gehen mussten. Trotz all unserer unzähligen Schwächen und Fehler, die wir ohne Zweifel haben, trotz all unserer Unterschiede, die uns äußerlich als auch innerlich voneinander unterscheiden, haben wir dennoch eine Sache gemeinsam. Wir alle sind Menschen und wir alle haben zusammen als eine Spezies bis zum heutigen Tag überlebt, weil wir anpassungsfähig sind. Trotz all der Kriege, die allein in den letzten 2000 Jahren geführt wurden, trotz all der Intoleranz und dem Eitel, der uns immer wieder überfällt, trotz des Größenwahns und trotz der ständigen Angst vor unsichtbaren Feinden, trotz unserer Unterschiede und dem Lauf der Dinge, den wir so oft schon für unseren eigenen Vorteil verändern wollten. Trotz alledem haben wir uns nie völlig voneinander abgewandt. Wie oft sind wir schon gefallen und wieder aufgestanden? Wie oft haben uns Flüsse den Weg versperrt und wir haben sie trotzdem durchquert? Unsere Kinder, Kindeskinder und zukünftigen Generationen werden erkennen, wie wir über unsere einstigen Schwächen hinwegschreiten, was für großartige Dinge wir in unserer kurzen Lebensdauer geleistet und erreicht haben werden und wie wir irgendwann verstanden haben werden, dass nicht das Ich zählt, sondern das Wir. Wir Menschen sind eine interessante Spezies.